eingeschaltet habt zu unserem Morgenkreis heute. Ich bin die Lisa aus der Kita Falkenkinder. Und ich bin die Alina aus derselben Kita. Genau. Als erstes starten wir natürlich mit unserem Falkenlied. Ich hoffe, ihr habt die Ohren alle gespitzt. Und wir legen gemeinsam los. Hallo, hallo, ich bin da. Hallo, hallo, du bist da. Hallo, hallo, wir sind da. Die Falken, die sind da. Also Alina, nach der langen Zeit ist das schon ein richtiger Klassiker geworden, ja, oder? Ja, das finde ich auch. Ich höre das Lied immer wieder in meinem Kopf. Und ich hoffe, dass wir das bald alle wieder zusammen singen können, wenn wir uns wiedersehen. Dann wollen wir mal mit unserem Kalender anfangen, oder? Genau. Das machen die anderen auch immer so, ne? Richtig. Dann machen wir es heute auch so. Genau. Und zwar haben wir heute den 20. Mai. Im Jahr 2020 und die Frühling. Ich wollte gerade sagen, welche Jahreszeit haben wir denn, Alina? Genau. Der Frühling. Vielleicht habt ihr schon gesehen, dass draußen ein paar Blumen gewachsen sind und habt mal die Ohren gespitzt, dass schon ein paar mehr Vögelchen singen. Das ist nämlich immer das Zeichen dafür, dass Frühling ist. Genau. Okay. Die Alina hat euch heute noch ein Rezept mitgebracht. Genau. Da bin ich jetzt mal still. Das kannst du viel besser erklären. Ja, und zwar wollte ich mit euch Knetseife machen. Eine ganz spannende Sache. Und zwar, ich zeige euch erstmal, was wir brauchen. Wir brauchen Speiseöl, Speisestärke, etwas Duschgel und Salz. Und wer Lust hat, kann noch ein bisschen Lebensmittelfarbe reinmachen. Also, erstmal brauchen wir 4 Esslöffel Speisestärke. Kann man das essen? Das kann man theoretisch essen, aber das schmeckt nicht so lecker. Okay. Das ist so wie Mehl. Wenn man das so isst, dann schmeckt das nicht. Und hinterher kann man ja Seife eigentlich auch nicht essen. Ne? Genau. Ja, okay. Ja, die fertige Knetseife bitte nicht essen, weil da haben wir Duschgel drin. So, dann nehme ich das Öl. Da brauchen wir 2 Esslöffel. 1, 2. Und dann nehmen wir noch 2 Esslöffel. Soll ich dir mal helfen? Ja, bitte. Genau, am besten ihr macht das zu Hause auch mit Mama oder Papa zusammen. Dann genau. Könnt ihr euch dabei unterstützen. 1, 2. Super. Okay. So, und ich mache jetzt mal direkt schon Lebensmittelfarbe rein, weil dann kann sich das Ganze schon mal vermischen. Da habe ich hier blaue Lebensmittelfarbe. Ja. Da will nichts rauskommen, aber ich merke, dass noch was drin ist. Da. So. Mal gucken, ob das schon reicht. So, ach, und dann nehmen wir noch etwas Salz, damit sich das Ganze auch ein bisschen länger hält. So, dann gucken wir mal, ob das schon reicht von der Menge. Und jetzt musst du das nur verrühren. Genau, jetzt rühren wir das ganz gut durch. Brauchst du dafür eine Gabel? Da kann man eine Gabel nehmen, da kann man einen Löffel nehmen. Okay. Und nachher nehmen wir dann auch unsere Hände. Das müssen wir mal gucken, wenn das noch zu klumpig ist und zu fest, dann nehmen wir gleich einfach noch mal ein bisschen Duschgel, damit sich das noch besser verrühren lässt. Ja, ich glaube, wir brauchen noch Duschgel. Kannst du den Kindern das ja mal zeigen, wie das jetzt aussieht? Kann man genau. Das so sehen? Ist noch echt ganz krümelig, genau. Ne? Genau. Okay. Machen wir noch ein bisschen rein. Ja, wir versuchen mal einen Löffel. Da muss man sich dann ein bisschen rantasten. Man da braucht.
Wenn das hier gleich auch erstmal schön verteilt ist, dann können wir auch einfach unsere Hände nehmen. Ja. Ist ein bisschen wie wenn man Kuchen backt. Ja. Und wie riecht das? Riechst du was? Mmh, nach Duschgel. So, jetzt gucke ich mal. Ich mache mal den Rest vom Löffel ab und benutze meine Hände und guck mal, ob das schon gut ist. Das fühlt sich ganz krümelig an. Gut durchmischen. Ich glaube, so verteilt sich die Farbe auch viel schöner. Gerade jetzt in dieser Zeit muss man natürlich viel öfter noch seine Hände waschen, damit alle gesund bleiben und man sich nicht gegenseitig ansteckt. Dann ist das vielleicht mal eine schöne Abwechslung, dass ihr zu Hause zusammen mit Mama oder Papa selber Knetseife machen könnt. Ne? Genau, mit Knetseife macht das Händewaschen nämlich noch viel mehr Spaß. Waschen wir auch gleich unsere Hände damit? Ja, ich würde, das können wir gleich mal ausprobieren. Okay. Ich glaube, wir können noch ein bisschen Duschgel vielleicht reinmachen, ja, weil das noch sehr fest ist. Aber ohne Löffel, oder? Ja, mach einfach ein bisschen drauf. Ach so. Das Gute ist, selbst wenn das jetzt zu viel Duschgel ist, dann können wir immer noch Speisestärke da reinmachen. Und dann haben wir das nämlich irgendwann schön. Das quietscht schon so lustig. Hörst du das? Ja. Also so wie deine Hände aussehen, musst du auf jeden Fall deine Hände waschen. Ich glaube ja auch. Ich glaube, jetzt brauchen wir dann wieder mehr Speisestärke. Okay. Dann nehme ich nochmal einen Löffel und streue das ein bisschen hier drüber. Ja, so, gucken wir mal. Ah, das fühlt sich schon besser an. Ob noch hier jetzt was in die Schüssel gefallen ist. Klebt das nämlich schön an meinen Fingern. Also der Klumpen fühlt sich schon gut an. So. Hände waschen. Ja. Oh, guck mal, mein Klumpen fühlt sich jetzt gut an. Zeig mal. Mal? Ja, den sollten wir jetzt auf jeden Fall mal ausprobieren und damit mal zum Waschbecken kommen. Ich nehme mir mal ein kleines Stück ab. Ist das groß genug, Alina? Ja, das reicht. Oder weniger? Man kann ja noch ein bisschen kneten beim Waschen. Ah ja, okay. Dann darf ich auch ein Stück? Bitte schön, für dich. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Es fühlt sich auf jeden Fall richtig schön an. Ja, das ist ein bisschen so wie Knete, ne? Okay, dann geht's los. Hände nass machen. Oh wow, wie cool. Guck mal, wie das schäumt. Ja. Ganz wichtig beim Händewaschen ist natürlich auch, dass ihr oben auf den Händen drauf alles einseift. So, und zwischen den Fingern. Welches Lied sollte man nochmal singen, wenn man sich die Hände wäscht? Happy Birthday geht am besten. Ah, genau. Zweimal Happy Birthday und dann ist man fertig, oder? Genau. Okay. Ich habe hier schon ganz viel Schaum. Können wir noch ein bisschen Wasser dazu nehmen. Boah. Und dann sieht man so langsam, wie sich die Knetseife auflöst. Also wenn die Hände dann nicht sauber sind, dann weiß ich es auch nicht. Genau. Genau. Es fühlt sich wirklich lustig an und ganz weich. Ja. Okay. Duftet das? Ja. Ja, nach dem Duschgel. Ja, genau. So, dann müsst ihr auch darauf achten, dass ihr eure Hände schön wieder von dem Schaum befreit, dass kein Schaum mehr dran ist. Genau. Genau. Die restliche Knetseife, die kann man einfach wegspülen. Da bleibt auch nichts kleben. So. Okay. So. Und man sollte auf gar keinen Fall Mehl nehmen für das Rezept. Genau. Sondern auf jeden Fall Speisestärke, damit sich der Abfluss hier
in eurem Waschbecken nicht verstopft durch das Mehl. Genau. So, ich glaube, meine Hände sind schon super sauber. Meine auch. Dann müssen wir jetzt nur noch abtrocknen. Und wie ihr seht, bleibt auch nichts von der Knetseife übrig. Ja. Dann nehmen wir jetzt unser Handtuch. Das war eine richtig coole Idee von dir, Alina. Ja. Ich glaube, das müssten wir auch mal wieder machen, wenn unsere Kinder im Kindergarten sind. Oh ja, das ist eine gute Idee. Das wird euch bestimmt Spaß machen, oder? Das glaube ich auch. Okay, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns jetzt. Genau. Und sagen tschüss. Tschüss, bis bald.